nicht ans Telefon. Handy ist sowieso aus. Und kein Fernsehen. Aus meiner Zeit als Moderatorin eines Boulevardmagazins weiß ich noch zu gut, dass ein Thema, das in dieser Zeitung auf der ersten Seite diskutiert wird, ziemlich sicher in allen Sendungen dieser Geschmacksrichtung aufgegriffen wird. Auch wenn ich mich überhaupt nicht persönlich dazu äußere. Übelkeit flutet Mund und Magen. Am liebsten würde ich jetzt abhauen. Irgendwohin, weit und lange weg, wo mich keiner kennt, wo ich Ruhe habe und am besten auch keine Krankheit. Stattdessen ist die Couch mein Exil und Luftlöcher starren das Freizeitprogramm. Und wie ich da so liege und glotze und rotze, stelle ich fest, wie wahnsinnig verwundbar Wonder Woman doch ist. Sonst so stark, jetzt gerade aber sehr zart. Schon immer gewesen oder erst geworden? Ich weiß es nicht, weiß nur, dass ich dringend einen Mechanismus entwickeln muss, der mich vor dem nächsten großen Trauma schützt. Bald gehen mir nämlich die Trostpflaster aus. Wer weiß schon, wie viele Verletzungen das Schicksal noch in seiner großen, undurchsichtigen Wundertüte für mich hat? Ich fühle mich überfordert mit der Situation. Nicht nur, dass ich ein wirklich gravierendes medizinisches Problem lösen muss. Nein, ab heute nehmen Millionen von Menschen auch noch teil daran, ohne dass ich sie darum gebeten hätte. Und auch damit muss ich zurechtkommen. Mit einem ausgewachsenen Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom wäre die Sache ein großartiges Geschenk. So ist es mir ein Geschwür, das mir artgerecht auf den Magen schlägt. Dieses elende Gefühl im Bauch, der Brechreiz, die alles überwältigende Kraftlosigkeit und doch gleichzeitig das Wissen darum, dass ich gefälligst bitteschön kämpfen muss und sei es nur zum eigenen Schutz.